Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Pocket Mirror, wo wir das letzte Mal als Dessert endeten, glaube ich zumindest. Naja, auf jeden Fall war es nicht schön und das ist natürlich nur meiner Dummheit zu schulden, denn ich stand schon wieder auf dem Schlauch. Eigentlich liege ich die ganze Zeit quer auf dem Schlauch. Zum einen übrigens sorry für das ganze Rumgeknacke die letzten Folgen. Ich weiß, dass mein Headset knackt, beziehungsweise jetzt sollte es das nicht mehr. Ich hoffe es. In der Testaufnahme hat es das nicht mehr. Hatte was mit dem USB-Anschluss zu tun und blablabla. Ja, wie gesagt, 5-Euro-Headset, weniger kompliziert. Und hier ist ja die Frage gewesen, was wird heute meine Bestellung sein? Nicht, was wird meine Reihenfolge sein, was wird meine Bestellung sein? Und wir können das eigentlich nicht wissen, außer wir denken zu kompliziert. Ja, wir denken einfach wieder mal zu kompliziert. Es gibt die sogenannten Favorites, the Queen's Favorites Cookies oder Cookie Cups oder wie auch immer. Das sind dann wohl ihre Lieblingsdinger und dieser eine Scheißgeist hier, diese pinke da oben, ich zeig da gerade mit dem Finger drauf, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ist so. Die sagt ja, willst du einen Tipp? Und wenn man sagt, ja, dann ist sie so, das sind nicht die Cookie Cups. Aber mal logisch drüber nachgedacht, die wollen mich essen. Natürlich will die, dass ich daneben liege. Und deswegen probieren wir es jetzt noch einmal. Und wenn das jetzt auch nicht stimmt, dann quitte ich dieses Projekt an dieser Stelle. The Queen's Favorite Cookie Cups. Oh? Habe ich richtig geraten? Du bist nicht so ignorant, wie du aussiehst. Danke. Vielen Dank, dass ihr alle an meiner speziellen Dinnerparty teilgenommen habt. Ich sehe euch alle heute Abend auf der Tanzparty. Und für dich, mein Kind, du bist auch eingeladen. Ich habe gerne ein solch kluges Mädchen in meiner Nähe auf einem so wichtigen Event. Danke. Ich werde jetzt gehen. Gut, dass sich die anderen ernst nehmen können. Ich jetzt nicht so sehr. Oh, okay. So sah der Raum anscheinend die ganze Zeit aus. Gucken wir uns nochmal um. Vielleicht ist ja jetzt hier irgendwie was anders als vorher. Trink mich. Ich weiß nicht. Hier ist irgendwie eine schleimige Geschichte auf den Tellern. Schwarze schleimige Füllung, auch hier. Den Koch würde ich ja nicht nochmal beschäftigen. Die einst leckere, glossige Creme hat sich in eine schwarze, matte Textur, Mixtur verwandelt. Ekelhaft. Ist hier sonst noch irgendwas? Der einst goldbraune Apfelstrudel ist jetzt von einer schwarzen, schleimigen Paste von toten Insekten übersät. Hier ist auch alles eklig. Ist generell alles ziemlich eklig. So eine Schande. Ja. Da ist etwas auf dem Kuchen. Was? Ihh, hat sie da reingegriffen. Ein rostiger Schlüssel. Das ist ja cool. Okay. Den brauche ich wahrscheinlich sowieso. Ich wünschte, ich hätte Teil der Party sein können. Es ist eine Schande, dass ich die Wand anstarre. Also, dass ich so platziert bin, dass ich die Wand ansehe. Ja, das ist echt traurig. Queen Eglet, also Königin Egliet ist so hübsch. Zu schade, dass ich niemals eine Chance bei ihr haben werde. Das liegt daran, dass du ein Kürbis bist, höchstwahrscheinlich. Die Einsamkeit wird nach einer Zeit dein größter Freund. Der schwerste Teil daran ist, sich an seine Anwesenheit zu gewöhnen. Du bist ja ganz schön Depri. Außerdem hat dieser Geist Zöpfe und irgendwie hat alles, was wir bis jetzt gesehen haben, was irgendwie so storymäßig wichtig ist, Zöpfchen gehabt. Geh weg, ich kann so nicht schlafen. Sei ruhig. Du bist derjenige, der zu weit weg ist. Achso, die beiden da, die streiten sich. Werdet ihr beide jemals miteinander klarkommen? Nein, werden sie nicht. Jetzt ist es auf einmal so leise. Ich hoffe, das mit dem Sound gerade eben... Also es war... Bist du nicht glücklich? Du bist zur Party eingeladen. Ach, ich wünschte, ich könnte auch hingehen. Ja, ich bin sehr glücklich. Oh, da unten den Kürbis hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Sie hat wie... Also... Königin Egliad hat wie immer wunderbar ausgesehen. Wusstest du? Wusstest du, dass Königin Egliad direkt neben mich eine Kerze gestellt hat, weil sie genau weiß,
Dass mir schnell kalt wird, also dass ich schnell friere. Ist sie nicht nett? Ich sehe schon, sie ist ziemlich nett. Chili. Trink mich. Eine kleine Flasche. Alice im Wunderland. Die sind so klein, genau wie dieser ganze Raum. Ich passe nicht durch diese Tür. Dafür haben wir doch eine Lösung. Huch. Was ist jetzt passiert? Alles ist größer geworden. Nicht direkt. Deine Intelligenz ebenfalls nicht. Oh. The fuck? Was ist denn das hier? Was ist das? Ein Kronleuchter? Okay. Bitte. Lass das jetzt kein Game. Huch. War das so gewollt? Wo bin ich? Okay, das scheint die Tanzparty zu sein. Was mich ja jetzt interessieren würde, ist, was passiert, wenn ich durch die. Was wäre denn in der anderen Tür gewesen? Da war ja noch die andere Tür, wo das Rezept dran hing. Mist. Moment, gibt's hier irgendwo was zum Speichern, bevor ich jetzt hier irgendjemanden anquatsche? Ihr tanzt wundervoll. Das ist so schön. Gibt's hier irgendwo was, wo ich speichern kann? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein? Okay. Dann reden wir erstmal mit euch. Ach, ich frage mich, ob ich ein wirklich hervorragend aussehender Prinz werde, wenn ich einen Kuss von einem hübschen Mädchen bekomme. Du bist hübsch. Möchtest du es probieren? Okay. Nee, hat nicht funktioniert. Nein, hat nicht funktioniert. Ach, das ist bestimmt, weil wir nicht wirklich ineinander verliebt sind. Ja, bestimmt. Gib nicht auf, Mr. Kürbis. Herr Kürbis. Da steht ein Kürbis auf dem Tisch. Die Königin hat mich mit Punsch gefüllt. Ist das nicht großartig? Fühlst du dich gut? Was? Gut? Fragst du mich wirklich, ob ich mich gut fühle? Ich habe mich noch nie so frei gefühlt in meinem Leben. Ich könnte fliegen, wenn du mich aus dem Fenster schmeißt. Lass uns das nicht machen. Ja, der hat dich mit Punsch abgefüllt, würde ich sagen. Nicht nur gefüllt. Ich würde gerne irgendwo speichern. Gibt es eine Möglichkeit dafür? Die Tür bewegt sich nicht. Ich möchte speichern. Ich möchte laden. Und dann möchte ich mir das einmal angucken, was passiert, wenn ich in die andere Tür reingehe. Sieht irgendjemand eine Spieluhr zum Speichern? Ich möchte jetzt nicht unnötig mit den ganzen Leuten hier quatschen, wenn ich das dann sowieso nochmal mache. Happy Halloween. Die sehen also glücklich aus. Verschlossen. Auch verschlossen. Kann ich die, beziehungsweise kann ich die öffnen mit meinem Schlüssel, den ich da habe oder so? Scheinbar nicht. Du kannst wie immer deine eigene Reflexion nicht sehen. Ich möchte irgendwo speichern. Wieso geht denn das nicht? Oder konnte ich hier unten irgendwie weitergehen? Nee, hier ist nichts. Nein. Na gut, da muss ich wohl erstmal ein bisschen weitermachen. Der abgetrennte Kopf eines Plüschhäschen. Ist der in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung. Danke, Miss. Ah, du kannst reden. Ja, das kann ich. Allerdings ist es eine Schande, dass ich nicht mehr tanzen kann. Was ist passiert? Du hast keinen Körper. Es ist keine schöne Geschichte, Miss. Bist du sicher, dass du zuhören möchtest? Wenn das bei dir okay ist, setz dich dann bitte. Das könnte eine Weile dauern. Ja. Okay, wir sind gespannt. In der Vergangenheit
Mrs. Fox und ich waren die... Nein, ich nenne sie jetzt Fräulein Fuchs. Das klingt nämlich besser wegen der Alliteration. In der Vergangenheit waren Fräulein Fuchs und ich die besten Tänzer im ganzen Königreich. Wir wurden schnell die Favoriten der Königin. Und wir konnten für sie jeden Tag tanzen. Weil wir die Stars von jeder Tanzparty waren. Und sogar zu den... wir wurden sogar dazu eingeladen, für die wichtigsten Freunde von der Königin zu tanzen. Und das nächste, an was wir uns erinnern, alle sind eifersüchtig geworden. So richtig eifersüchtig auf unser Talent. Ich verstehe. Eines Nachts, nach einer großen Tanzparty der Königin, wurden wir von den anderen überwältigt im Umkleideraum. Überwältigt? Anscheinend waren wir zu perfekt. Und das hat denen keine Chance gelassen, von der Königin überhaupt beachtet zu werden. Das ist die Entschuldigung, die sie hatten, als sie unsere Körper auseinanderrissen. Sie haben unsere Körperteile versteckt. Nur unsere Köpfe haben sie hier gelassen, damit wir den anderen beim Tanzen zugucken können. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist es. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich dir helfen kann? Ich glaube nicht, dass es viel gibt, was du tun kannst, Miss. Ich weiß nicht, wo sie unsere Körper versteckt haben. Die könnten überall sein. Vielleicht kann ich sie für dich finden, Herr Hase. Das könntest du, aber wie planst du das zu tun? Ich bin mir sicher, es ist ein Versuch wert. Lass mich euch helfen. Du bist eine wirklich nette Lady, Miss. Kann ich deinen Namen erfahren? Es tut mir leid, Herr Hase, aber ich erinnere mich nicht an meinen eigenen Namen. Aber ich werde dir und Fräulein Fuchs dich sicher helfen. Danke, Miss. Und bitte, wenn du irgendwie auf sie stößt, bitte sag ihr, alles wird in Ordnung sein. Das kannst du mir überlassen. Aha, da ist irgendwas aufgegangen. Es hat Klack gemacht. Was ist das eigentlich hier? Die sind so hübsch. Ich habe noch nie fliegende pinke Kerzen zuvor gesehen. Ich habe pinke... ich habe fliegende blaue Kerzen gesehen, aber keine pinken. Okay, ich glaube, das da ist Mrs. Fuchs. Die sieht irgendwie auch nicht so gut aus. So ziehst du dich an, auf der Tanzparty der Königin. Aber das ist das Einzige, was ich an Kleidung habe. Du siehst immer gleich aus, du Scheißkürbis. Das ist bestimmt der gleiche, der mich schon mal gemobbt hat. Wir üben für die Tanzparty heute Abend. Was denkst du von unserer Performance? Es ist wunderbar. Ihr seht sehr elegant aus. Ah, danke. Vielen Dank. Sagt ihr das Gleiche? Aus dem Weg! Behinderst uns! Oh, es tut mir leid. Möchtest du mit uns tanzen? Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man tanzt. Das ist eine Schande. Ja, it's a shame. Wir tun alle unser Bestes, um die Königin zu beeindrucken. Also, um ihr zu gefallen. Hoffentlich wird einer von uns als das beste beste Tanzpaar der Nacht ausgewählt. Ich wünsche euch allen viel Glück. Danke, Miss. Warum sitzt du da drüben? Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Ich habe dich gefragt, warum du so weit weg sitzt. Was? Du hast mich gefragt, ob wir Skifahren sollen? Skifahren, Mortimer? Nein, du Kürbiskopf, ich hab dich gefragt, warum du da drüben sitzt und ich hier. Nein, ich mag mein Steak nicht rar und medium gebraten. Ich mag meins gut durch. Vergiss es. Ihr seid süß. Ja, ja, pinke Kerzen. Ich mag die Kürbis, aber irgendwie vertraue ich ihnen nicht. Vielleicht schläft sie. Ich sollte sie jetzt nicht stören. Ja, vielleicht ist sie auch tot. Weil ihr kompletter Körper weg ist. Und die Überlebenschancen... Wie war das mit den Überlebenschancen eines Kopfes? Wobei, das bezog sich ja auf Menschen. Aha, die Tür ist anscheinend aufgegangen hier. Oh, da kann man speichern. Das mache ich jetzt mal. Auf einem anderen Speicherstand. So, Kinders. Und jetzt gucke ich erstmal, was in der anderen Tür gewesen wäre. Weil es juckt mich jetzt wirklich. Nicht, dass der Schlüssel dafür gewesen wäre oder so, ne? Gucken wir mal. Ich schalte euch gleich mal wieder dazu. Bis gleich. Was ist das? Also, ich habe den rostigen Schlüssel tatsächlich jetzt genommen und habe die Tür aufgeschlossen, durch die man nicht gekommen ist, sondern die, wo das Rezept dran... Also, das Menü dran hing. Und,
Die konnte man auch so nicht anklicken. Also da kam auch nicht von wegen, die ist verschlossen oder so. Ich habe jetzt einfach mal probiert, den rostigen Schlüssel an der Stelle zu benutzen. Und ja, also scheinbar ist das hier, weil man muss ja offenbar nicht hier hin. So ein kleines Easter Egg oder so. Hier sind ganz viele Egglets, diese Püppchen. Und das war es leider auch schon, scheinbar. Und die liegen hier alle. Das ist ein bisschen creepy. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Falls hier nicht noch irgendwas kommt jetzt. Okay. Scheinbar nicht. Okay. Unser Charakter ist einfach nur ein bisschen verstört jetzt davon. Gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie aufs Ende Auswirkungen hat. Deswegen spiele ich jetzt hier mal so weiter. Und ja, ich schalte euch gleich wieder dazu, wenn wir an dem Stand angekommen sind, wo wir vorher auch schon waren. Bis gleich. So, willkommen zurück. Da sind wir wieder an der genauen Stelle, wo wir vorher aufgehört haben. Ich habe jetzt überspeichert und jetzt kann es hier weitergehen. Ich brauche deine Hilfe, ich bin verzweifelt. Ja, wie kann ich dir helfen? Siehst du, letzten Donnerstag habe ich... Tuesday ist Dienstag, ist ja egal. Auf jeden Fall letzte Woche irgendwann habe ich in der Lotterie von der Königin gewonnen, ne? Und die hat mir so ein Shiny Coin, also die hat mir so eine Münze gegeben. Und die kann ich an der Maschine da und um die Ecke benutzen. Aber ich kann die nicht benutzen. Aha, also soll ich das für dich machen? Ja, wenn du das nicht, wenn dir das nicht ausmacht. Also ich habe die Münze hier zwischen meinen Blättchen versteckt. Süß. Wie auch immer du das gemacht hast. Mit deiner Zunge wahrscheinlich. Die hier, ja? Ja, ja, genau die. Benutz sie, Miss. Ich möchte sehen, was mein Preis ist. Eine leuchtende, nein, eine glänzende Münze. Ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, was da drauf ist. Ich glaube, das ist schon wieder die Egliette oder so. Und eine Kürbiskrone. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann machen wir mal. Pling. Oh, da ist was rausgekommen. Was ist es? Was ist es? So ein Kürbisschnitzmesser. Lass mich mal sehen. Eine wunderschöne, eine fancy, also die ist nicht nur schön, die ist echt fancy. Eine Schleife. Ist eine Schleife. Eine Schleife. Ist echt süß. Magst du sie nicht? Ja doch, aber ich bin ein Junge. Oh. Ich kann diese nicht benutzen. I'm sorry. Es tut mir leid, Miss, aber ich kann meinen Preis jetzt doch nicht entgegennehmen. Doch, du nimmst sie jetzt. Doch, kannst du. Da, siehst du? Es sieht hübsch an dir aus, Herr Kürbis. Echt jetzt? Hier sind keine Spiegel, deswegen kann ich es nicht sagen. Überlass das mir. Oh, nee, doch. Das... Das ist echt schön. Siehst du? Ah, du hast recht, Mist. Dankeschön. Ja, du bist, gerne, Herr Kürbis. Mein kleiner schwuler Kürbis sitzt draußen auf dem Flur oder so. So, was haben wir denn hier? Fuchs und Hase, das zieht sich ja jetzt auch schon wieder durch. Was ist das? Was ist das hier alles? Ich glaube, ich speichere nochmal. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. So, nochmal. Hallo! Große Überraschungen erwarten dich in diesem Raum. Irgendwie glaube ich das gerne. Okay, irgendwas Besonderes? Diese Box ist verschlossen. Die auch. Und die sowieso? Okay. Öffnen. Jack in the Box. Hallo, Fräulein. Möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Mit uns. Okay, sind mehrere. Du hast mich erschreckt. Was für ein Spiel ist das? Hallo, Fräulein. Möchtest du ein Spiel mit uns spielen? Ja. Okay. Sag mir die Antwort zu dem nächsten Rätsel und du wirst reich belohnt werden. Wenn du Fragen hast oder Probleme, dann frag den Ringmeister. Das scheint dann er zu sein. Ja. Auf seiner eigenen Beerdigung hat Matthias gesehen, umringt am offenen Grab seine Familie von dreien, Vater, Mutter und Bruder und ein paar mehr, die ihn nicht interessierten. Oder die sich nicht interessierten.
Was? Was ist denn eine Einbeerdigung? Ach so, muss ich ne... Moment, nee, hä? Ja, was willst du denn jetzt von mir wissen? Jede Kiste hat sein eigenes Rätsel, das ich dir präsentieren wird. Denk drüber nach und sei clever. Weil es gibt eins, auf das es keine Antwort gibt. Okay. Immer wenn du richtig liegst, kannst du weitermachen. Wenn du dreimal falsch liegst, gibt es keine vierte Chance. Wenn Fragen auftreten, dann scheue dich nicht, mich zu fragen. Der Ringmeister, wie ich hier bin, stehe hier, um dir zu dienen. So, wie viele Leute sind auf Matthias' Beerdigung? Ich war nicht da. Ach so, ich brauche eine... Ach, jetzt sehe ich das erst. Das sind Zahlen auf den Kisten. Oh, die sind aber schwer zu erkennen. Ist das einfach nur... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, die sind einfach nur der Reihenfolge nach. Dann, also Matthias. Seine Familie. Drei Leute, ein paar mehr, die es nicht gejuckt hat. Also 3, 4, 5, 6. Eventuell mit ihm selber, weil anscheinend hat er ja, war er ja dabei und hat es gesehen. Probieren wir mal. Ah, du bist ganz schön schlau, nicht wahr? Oh Gott, das war richtig. Okay. Hier ist das nächste Rätsel. Dreimal hat Marie in mein Auge gepiekst. Dreimal hat sie mich zum Weinen gebracht. Jetzt sag mir, kleines Mädchen, wie oft habe ich mir gewünscht, dass sie stirbt? Ja, dreimal wahrscheinlich. Weil dreimal gepiekst, dreimal geweint. Oh, okay. Korrekt. Hier ist das nächste Rätsel. Es ist gelb, blau, rot und grün. Niemand kann es erreichen, nicht einmal die Königin. Das... Hä? Das, Ich hasse diese kleinen grünen Zwerge. Ich habe gehört, da sind echte Reichtümer am Ende, wenn du das Rätsel erreichst. Ja, okay, dann ist es ein Regenbogen, aber was soll ich denn da jetzt eingeben? Was ist denn ein Regenbogen? Also, ich meine... 1, 2, 3, 4... Ich habe keine Ahnung. 4. Ups, falsch. Aua. Meine Hand. Was will der denn von mir? Ja, Regenbogen, schön und gut, aber... Hä? Ich habe keine Ahnung. Ah! Warum, Herr Regenbogen, was soll ich denn da? Okay, die 1 ist es nicht. Die 6 ist es nicht. Die 4 ist es auch nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Regenbogen. Was soll ich denn da eingeben? Was für eine Zahl? Kann ja nur raten. Die 7 war nicht. Aber wieso Regenbogen? Wie viele Farben hat denn der Regenbogen? 5? Wie viele Farben hat ein Regenbogen? Man weiß es nicht. Okay, ich klicke mich einfach nochmal so durch bis zu dem Punkt. Ich hoffe, die Rätsel sind immer gleich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's dann weiter mit meinem Ableben. Bis dahin. Tschüss.